Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, im letzten Part haben wir eine neue Gefährtin gefunden. Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportieren lassen. In einer Kiste? Ja, und es ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf ein Bier? Klar doch. Na dann, mir nach. Also cool. Okay. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich will zu dem Kerl da, ne? Der ist irgendwie da oben drum. Das kann er sich von der Backe putzen. Was? Nimm das nicht persönlich. Ah, die typischen Frauengespräche. So, zack. Irgendwo hier sollte der Kerl sein. Da steht er, glaube ich, schon. Hallo, Lutz. Finger weg von meinen Maschinen. Du und deine Berserker-Freunde, ihr habt doch nicht den blassesten Schimmer, womit ich hier hantiere. Also wäre ich dir sehr verbunden, wenn du den Geräten nicht zu nahe kommst. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns unbewusst für die Klerik entscheiden werden. Obwohl wir jetzt einmal den Outlaw geholfen haben. Also wenn es ein Völkchen für Berserker gegeben hätte... Moment. Na, das passt schon, oder? Wenn es ein Völkchen für Berserker gegeben hätte hier drinnen... Hätten wir uns natürlich für die Berserker entschieden, aber so scheint es ein Konflikt zwischen Outlaw und Kleriker zu sein. Jo. Tap, 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 tap. Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ja, aber der Kerl hat noch nie etwas getaugt. Hallo. Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Danke. So. Wir müssen vor das Haupttor. Wir müssen unsere kleine Freundin, unsere Gefährtin, abholen. Vor den Toren der Stadt. So. Können wir uns gleich hinporten? Ja, eigentlich schon. Dann porten wir uns. Ja, bitte. Hui. So, dann gehen wir das Mädel abholen. Wir sind ja ein Gentleman. So, Kaya. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werde es versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Ja. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum hast du dich ausgerechnet uns Berserkern angeschlossen? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Du sagtest, du willst die Natur des Elix studieren. Wie soll das laufen? Wie geht es dir? Mitkommen. Das obere Mal. Du sagtest, du willst die Natur des Elix studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elix spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert. Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Natürliches Elex. Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Ich würde mal sagen, das obere. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht. Es ist auch reines Elex.
Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Okay. Und wie willst du diese Elex-Vorkommen finden? Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Na dann, wo ist diese Spur, von der du sprichst? Wenn das so einfach ist, warum hast du es denn nicht schon jemand anderes... Alter, wenn es so einfach ist, warum hat es nicht schon jemand anderes gefunden? Wo ist diese Spur? Mach mal wo das. Ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Ja, wieso nicht? Und warum hat sie noch kein anderer gefunden? Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Gerne. Leises Flüstern. Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Gut. Das ist schön. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Juhu! Wie schaut's mit unserem Level ab aus? Hatten wir jetzt schon Stufe? Na, no, Gott, das wird noch ewig nicht. Alles gut, na dann, meine Gute. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Die Menschen vertrauen dir und zählen auf dich, vergiss das nie. Du regelst die Dinge auf eine sehr menschliche Weise. Das kann gut oder böse für alle ausgehen. Also, enttäusche sie nicht. Ich gebe mir Mühe. Bleib hier stehen. Ich brauche dich nicht mehr. Namen Gottes Willen. Komm mit, Gnädigste. Hübsche Blume. So, ja, ein bisschen schleimen muss man schon als Gentleman, ne? Eigentlich müsste ich in der Gegenwart die Sonnenbrille aufsetzen, ne? So ein bisschen cool wirken, ne? Dann ziehen wir mal unsere Waffe. Na, Hundis? Au. Ah, so noch kein Au. Schwerfälliger Müller. Aha. Ich habe keine Energie, keine Ausdauer mehr. Da schnurrt er. So, das war's mit dir, du Mistviech. Was haben wir da unten? Da hat mal jemand gewohnt. Zwei Metallschrott erhalten. Okay. Ich habe da jetzt gar nichts gedrückt gehabt eigentlich. Wurscht. Ah, da oben ist der nächste. Oh. Was lebt denn da? Ich glaube, ich soll mal ein Stück auf die Seite gehen und mal ein bisschen speichern, glaube ich. Ist angebracht. So. Also, nächster Spielstand sollte ich... Na, passt schon. So, da drauf. Passt. Na? Hoffentlich können wir den Deppen da besiegen. Komm her. Ein Häscher. Ja, das geht. Ist machbar. Wegfliegen. Will Energie sammeln. Der Häscher ist schon mal weg. Den Wühler machen wir auch noch kaputt. Geise hin. Du, Alter.
Frauen schlägt man nicht, du Mistviech. So. Da knutscht wieder irgendwas. Da oben ist noch so ein Viech. Wir sind eigentlich gar nicht so schwer verletzt. Ich höre da Assel. Assel? Wo sind Assel? Wegen Asselfleisch und so, ne? Wäre es cool. Wow. Der hat gesessen, der Schlag, muss ich sagen. Ich glaube, ich verreckte jetzt nicht. Oh, schön. Hier muss es sein. Aha. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Ja, ich sehe es auch schon. Was passiert jetzt? Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Sie leuchtet. Sie ist ein Glühwürmchen. Ach, wie schön. So. Schau. Du hättest dich vielleicht auch hinsetzen können. Ist vielleicht angenehmer als wieso. Ich mag sie. Oh, ich glaube, sie schläft ein. Okay, ich denke, das war's. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Ja, es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so... Als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen. Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Ja, ja, ja. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Jawohl, Frau Schiffin. Mach mal. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau machst du? Was genau meinst du, gehört zu haben? So. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du, gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher. Das Flüstern war sehr leise. Ja? Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Okay. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan. Mach mal, Schätzchen. Ich mag sie. Sie ist nett. So, ich wollte die Blume dann mitnehmen. Ein Blümchen für uns, lalila, da ist noch eins. Da haben wir Elixid und kleiner Elix-Trank. Und Elixid und noch mehr davon von dem Zeug. Immer her damit. Ja, ja. Halt, da ist noch eins. Katsching, katsching. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. So. Okay. Da hinten ist noch eine Blume. Die nehmen wir auch mit. Dann können wir da schön Tränke brauen. Und dann die Gegner damit verhauen. Jawohl. Gut. Dann, wo ist unser Schätzchen jetzt? Gnädigste. Neue Erkenntnisse. Zack. Wo bist du, meine Gute? Sie ist da. Am nächsten wahrscheinlich kleines Lager, würde ich sagen. Zack. Natürlich verfolgen wir jetzt unsere neue, hübsche Gefährtin.
Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt zusammenbringen würde, eine kalte Person zu spielen. Ich habe das noch nie zusammengebracht, böse zu sein. Das, puh. Ich glaube, dass wenn wir mal irgendwann ein Replay machen würden... schwacher. Ja, der war wirklich schwach. Oh, oh, was haben wir denn da? Hallo, Hornwölfchen. Werft es hin. Au. Au. Ich habe keine Energie, keine Ausdauer. Ich bin schlapp. Zack. Grrr. Zack. Grrr. So. Immer her mit der Beute. Und wo ist der dritte verreckt? Hallo? 1, 2... Da hinten? Ja. Der hat wohl einen Wuchtschlag von uns nicht überstanden. Ja. Okay. Gut, erhalten eine Konservendose, eine Brause, eine Wasserflasche. Und da oben ist gleich ein Heiltrank hier. Jawohl. Katsching. Da hinten sehe ich eine Blume. Ah, eine Blume. So, komm her. Seelenkraut. Wunderbar. Gut, dann gehen wir weiter Richtung Schatzilein. Also ich mag diese Dame. Diese Kaya. Ich hoffe, ich sag's richtig. Au! Sag einmal, Viech, spinnst du? So. Mistviech. So. Wer möchte noch ausgerottet werden? Da vorne ist einer. La 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 da 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 da. Na du! Bam! So, das war's mit dir, du Mistviech. So was fehlt mir. Das gab's bei Gothic öfters. Wenn man ein Viech besiegt hatte, dann haben die Leute gesprochen: Das war's mit dir, du Mistviech. Ist das ein Hornwolf? Irgendwas knurrt da nämlich. Ich sollte mal bei. Junger Hornwolf sogar. Ich sollte mal. Oh. Bei Gelegenheit speichern, wollte ich sagen. Ja, komm. Wo ist eigentlich Chromi? Die ist weg, ne? Fällt mir gerade auf. Sie. Er ist weg. Wurscht. Derweil schaffen wir es noch zu überleben. Alles gut. So. Passt. Ah, da vorne ist jemand. Hoffentlich kein Bandit. Servus. Doch. Ich sag noch, hoffentlich kein Bandit. Tatsächlich ist einer. Was haben wir da bekommen? Lumpenpack. Errungenschaft freigeschalten. Also eine Steam-Errungenschaft. Lumpenpack. Wie schön. Ich sollte mal was essen. Generell habe ich vergessen, uns was Essbares rauszulegen. Ich würde sagen, diesen Teller da werden wir mal vernaschen. Dann Hochleistungssuperbrei. Steak-Teller wollte ich haben. Schnabulieren dahin. So, wir tun schon was futtern. Mutantenkraut. Na du. Hä? Hallo, kleines Rattilein. Na du. Ja. Feine Ratte. Ja, brav. So nahe dir könnte ich nichts antun. Da ich selber Farbmäuschen als Haustiere habe. Für mich sind es Familienmitglieder. Ja, kann ich so ein kleines Viechlein nichts antun. Kochen. Wie schaut's mit Kochen aus? Kühlende Brotsuppe. Da steht nicht dabei, wie viel wir haben, ne? Hochleistungssüppchen, ich kann gar nichts machen, ne? Nur die kühlende Brotsuppe könnte ich zweimal. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? Koch mal ein bisschen was. So. Die könnte ich sechsmal machen. Ah, brauchen wir gleich nicht. Ja. So, okay, wir haben ein bisschen was gegessen. Hat natürlich noch nicht ausgereicht. Das heißt, soll ich tun? Ach, ich vernasche so ein Steak-Teller. Passt schon. So, Mann ohne Fleisch. Na. Das geht nicht. In dieser Welt zumindest. So. La, da, 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 da. Da vorne haben wir ein Beißilein.
Der wird nicht mehr lang beißen, weil sie beißen wie ihn. Komm her, du Hirn. So. Und das war's mit dir, du Mistviech. So. Oh, Wiesenkraut. Und ein Setzerbrot. Das brauchen wir für unseren Steakteller. Oh, da ist noch ein Beißerlein. Ein kleiner Beißer. Mei, bist du lieb. Halt, da ist noch ein Setzerbrot. Zweimal sogar. Das ist gut. Da drüben ist noch einer. Das nehme ich alles gerne mit. Dann können wir wieder leckeren Steakteller bauen. La 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 la. Da habe ich noch irgendwo einen Beißer. Ich habe ihn gerade gesehen. Dann zücken wir mal die Waffe. Komm her. Da kannst du schön herumölen. Da haben wir noch eine tolle Pflanze. Ein kleines Heilpflänzchen. Sehr gut. Und der Part ist wieder vorbei. Aber ich glaube, wir werden wieder ein bisschen Überlänge machen, weil das Spiel ist so groß. Ich bin schon überlegen, ob ich generell jetzt 25 Minuten mache statt 20. Ich würde so gern schon ein neues Spielchen beginnen. Ehrlich gesagt, ich hätte zwei, die mir sehr gefallen würden. Hey, oh, hallo. Da bist du ja. Ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Nein. Geht's dir nicht gut? Du siehst so. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt, ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Ich hab was mit. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz wegen der Elex-Nebenwirkung. Wie geht's dir? Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Oh, das würde mich sehr freuen. Dann lass uns gehen. Aber zuerst die Nebenwirkungen. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Oh, cool. Ich will mich zur emotionslosen Maschine verkümmern. Na, das wäre schade um dich. Also dann, wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Sehr gut. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Oh, es geht schon wieder weiter. Hoppala. Oh, eine Chimäre ist auch da. Oh je. Oh je. Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Ja. Dieses offenbar nicht mehr. Nein. Okay, dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Ja. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Ja. Sehr gut. Sehr gut, ja, sie ist so motiviert. Schön. Aber, ja, wir sind auch motiviert, aber noch motivierter erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Dahin steht jemand. Mit dem quatsch mal nächstes Mal. Also, das war's wieder für heute. Mit den Chimären und den Beißern legen wir uns nächsten Part an. Und somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails und wünsche euch, habe ich das schon gesagt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Chaos hier seht. Ja, und wir hören uns dann eben beim nächsten Mal. Tschüssi!